Stephen Batchelor, Zen. Übersetzerin Claudia Selenyma, Sprecher Jochen Weber. Heute Abend möchte ich das allgemein bekannte, aber meiner Ansicht nach etwas verwirrende Wort Zen näher betrachten. Es ist in unserer Kultur bereits seit längerem in Gebrauch und hat ganz eigene Bedeutungen angenommen. Einige davon völlig legitim, andere wiederum recht fragwürdig. Martin nannte bereits das Beispiel, wie man in Frankreich heutzutage aufgefordert wird, Zen zu bleiben. Restez Zen. Auch in Deutschland gibt es den Ausdruck Zen bleiben, im Sinne von stressfrei, ruhig und entspannt bleiben. Er scheint vor allem in der Werbung beliebt zu sein. Bleiben Sie Zen. In meinen Augen ist das allerdings eine schreckliche Trivialisierung. Der Begriff Zen bezeichnet überdies inzwischen eine Art ästhetischer Eigenschaft. Wenn von etwas die Rede ist, das einen Zen-Stil oder eine Zen-Ästhetik hat, dann ist normalerweise eine japanische Ästhetik gemeint, mit ansprechenden, klar gezogenen schwarzen oder weißen Linien, ziemlich minimalistisch. Hin und wieder scheint eine japanische Kiefer durch oder dergleichen mehr, und so etwas gilt dann als wahnsinnig Zen. Ebenso wie Weganlagen, die durch Gärten führen, oder andere Dinge, die eigentlich überhaupt nicht Zen sind, sondern vielmehr Teil der japanischen Ästhetik. Um diesen Begriff Zen herum hat sich also einige Verwirrung aufgebaut. Deswegen würde ich gerne versuchen, einen Teil dieser Verwirrung aufzuklären. Wenn wir in der Geschichte zu dem Zeitpunkt zurückgehen, an dem diese Tradition ihren Anfang nahm, müssen wir nicht nach Japan blicken, sondern nach China, und zwar das China der frühen Tangzeit, also um das 6., 7. Jahrhundert unserer Zeit herum. Zen oder Chan, wie es auf Chinesisch heißt, begann als eine Art Gegenbewegung. Von vornherein haftete ihm gewissermaßen etwas Provokatives, vielleicht sogar Ikonoklastisches und Rebellisches, Anarchisches an. Diese Bedeutung kommt sowohl in der klassischen Zen-Literatur als auch in einigen der volkstümlichen Versionen zum Ausdruck. Etwas Eigenartiges, Seltsames, Rätselhaftes, Verblüffendes, Provokatives ist mit der Vorstellung von Zen verbunden. Der Grund dafür hängt mit den Bedingungen zusammen, die es im Verlauf seiner Entstehung und historischen Entwicklung antraf. Der Buddhismus gelangte bereits recht früh im Verlauf seiner Geschichte nach China, schon um das erste nachchristliche Jahrhundert herum. Im ersten und zweiten Jahrhundert durchquerten die ersten indischen buddhistischen Mönche die Seidenstraße und reisten nach China. Aus Gründen, auf die ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen kann, verbreitete sich die Lehre dort und wurde für die Chinesen zunehmend attraktiv. In den folgenden 3, 4, 5 Jahrhunderten kam es zu einer regen Übersetzungstätigkeit. Zahlreiche buddhistische Texte wurden vom Sanskrit ins Chinesische übertragen. Chinesische Mönche gingen nach Indien und studierten an den großen Klosteruniversitäten Nordindiens. Umgekehrt reisten auch immer wieder indische Mönche nach China. Einer von ihnen war Bodhidharma. Über ihn ist historisch wenig bekannt. Mit großer Wahrscheinlichkeit lebt er etwa in der Mitte des 6. Jahrhunderts. Er gilt als der Begründer der Chan- bzw. der Zen-Bewegung. Doch Chan erhielt seine typische Prägung, als ein Mann namens Huineng auf der Bildfläche erschien. Huineng wird üblicherweise als der 6. Patriarch bezeichnet. In groben Zügen umrissen geschah Folgendes. Mit dem Buddhismus gelangten zunächst die orthodoxen indischen Schulen der damaligen Epoche nach China. Hauptsächlich deswegen, weil sich in Indien zu dieser Zeit der Mahayana-Buddhismus stark entwickelte, griffen die Chinesen eher die mahayanistischen Tendenzen auf. Letztere waren vorwiegend philosophisch und gingen mit einer starken Vajrayana- bzw. tantrischen Bewegung einher, die schon früh nach China gelangte. So baute man in China Klöster, ordinierte Mönche und kopierte auf diese Weise mehr oder weniger die Art und Weise, wie sich der Buddhismus damals in Indien entwickelte.
ziemlich scholastisch, kompliziert und textbasiert. In gewissem Sinne beinhaltet diese Ausrichtung des Buddhismus einen beträchtlichen geistigen Reichtum. Unglaublich komplexe philosophische Ideen wurden eingeführt. Eine gesamte Weltsicht, die den Chinesen bislang unbekannt gewesen war, wurde ihnen plötzlich zugänglich. Diese Weltsicht stand jedoch in starkem Kontrast zu einheimischen chinesischen Vorstellungen. So gab es beispielsweise die Vorstellung der Reinkarnation in China nicht, bis der Buddhismus sie mitbrachte. Das Ergebnis waren enorme Auswirkungen auf religiöser, kultureller und philosophischer Ebene. Denn in der kulturell reichen Epoche der Tangzeit war der Buddhismus wahrscheinlich das dominierende und mächtigste Gedankensystem, das einen Einfluss ausübte. Gleichzeitig blieb er jedoch immer etwas Fremdes, etwas Indisches. Er war nicht chinesisch. Dieses Stigma des Fremden haftete dem Buddhismus in China von jeher an. Zen bzw. Chan, und ich werde es von nun an Chan nennen, war hingegen eine der ersten Bewegungen, in der die Chinesen den Buddhismus für sich selbst übernahmen, zu ihren eigenen Bedingungen und in ihrer eigenen Sprache. Und vieles davon wurde von der Sprache des Daoismus genährt. Der Daoismus, sicherlich kennen die meisten von Ihnen das Tao Te Ching oder andere Texte, war eine sehr bodenständige, sehr kernige Lebensphilosophie, die darauf basierte, einen Weg zu finden, um in Harmonie mit dem, was Tao genannt wurde, zu leben. Tao bezeichnet in diesem Zusammenhang eigentlich einfach die Art, wie die Dinge sind, die natürlichen Gesetze des Lebens. Wenn das Leben aber nicht mehr im Einklang mit diesem natürlichen Rhythmus verläuft, führt dies dazu, dass die Dinge schrecklich aus dem Ruder geraten. Der daoistische Weise ist also jemand, der einen Zustand der tiefen Harmonie mit der Natur, des Anteilnehmens an der Natur selbst wiederherstellt. Man könnte den Daoismus also als Naturmystizismus bezeichnen. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass der Chan-Buddhismus in vielerlei Hinsicht eine Integration einheimischen chinesischen daoistischen Gedankenguts in buddhistische Innerlichkeit, buddhistische Konzepte in einen buddhistischen Bezugsrahmen darstellt, so dass er sich plötzlich nicht mehr wie jener indienbasierte Buddhismus präsentiert, der die buddhistische Kirche in China zur damaligen Zeit charakterisierte. Demzufolge ist Chan eigentlich nicht der Anfang von dem, was wir heute als chinesischen Buddhismus bezeichnen. Die Chinesen machten den Buddhismus zu etwas Eigenem. Genauer gesagt waren es nicht die Chinesen als solche, sondern eine Reihe außergewöhnlicher und bemerkenswerter Männer, die plötzlich diesen Sprung wagten, weg vom einfachen Nachäffen, Kopieren und von der weitgehenden Beeinflussung durch indische buddhistische Ideen hin zu einer Synthese von chinesischen und indischen Vorstellungen. Eines der Schlüsselcharakteristika des Chan ist der Umstand, dass sein Hauptfokus nicht darauf liegt, viel Zeit mit dem Studium buddhistischer Literatur und Philosophie zu verbringen, sondern auf die grundlegenden Fragen und Erfahrungen zurückzukommen, die Siddhartha Gautama hatte, als er unter dem Bodhibaum saß. Hierin wird für uns die Anziehungskraft deutlich, die das Bild eines Baumes auf die Chinesen, insbesondere auf die Daoisten, ausübte, zusammen mit dem sehr einfachen, sehr erdverbundenen Akt des Sitzens. Darin besteht meiner Ansicht nach der eigentliche Kern der Erfahrung dessen, was wir Chan nennen. Chan, der Begriff selbst, ist eigentlich einfach ein chinesisches Homonym, mit anderen Worten, ein importiertes und adaptiertes Sanskritwort, Dhyana oder Jhana in Pali, das Konzentration oder Versenkung bedeutet. Chan bedeutet also im Grunde nichts anderes als Meditation, und darauf liegt wiederum die Betonung. Sie verlagert sich erneut auf das elementare Sitzen, Betrachten und Fragen: Was geschieht? Was ist das? Was ist los? Es geht auch darum, das, was im eigenen Inneren vorgeht,
nicht in einer Sprache auszudrücken, die sich auf buddhistische Doktrinen und buddhistische Redeweise beruft, sondern es in einer gewöhnlichen idiomatischen Sprache, der Sprache der breiten Bevölkerung, zu vermitteln. Interessanterweise waren sich jedoch manche der frühen Chan-Lehrer dessen bewusst, dass letzteres natürlich ein Bruch mit der Tradition war, den auch Siddhartha Gautama, der Buddha, vollzogen hatte. Seine Lehre wurde mit voller Absicht nicht im gehobenen klassischen Sanskrit der Veden und der Upanishaden dargelegt, sondern in der Umgangssprache der regionalen Dialekte. Prakrit lautet der technische Sammelbegriff für diese Sprachen. Mit anderen Worten, in der gewöhnlichen Sprache von Magadha und Kosala und der verschiedenen nordindischen Regionen, wo der Buddha lehrte. Also war auch der Buddha selbst dagegen, eine Art unzugänglicher Priestersprache zu sprechen, und zog es vor, und er war einer der ersten überhaupt, die das taten, sich in den damals vorherrschenden gewöhnlichen Dialekten auszudrücken. Allerdings ist dies nicht nur ein Charakteristikum der buddhistischen Tradition, sondern sicherlich auch ein Kennzeichen der spezifisch chinesischen Art und Weise, das auszudrücken, was der Kern der buddhistischen Lehren ist. Zur Veranschaulichung möchte ich das konkrete Beispiel eines chinesischen Mönchs anführen, der kurz nach der Periode lebte, von der bisher die Rede war, gegen Ende der Tangzeit um das 9. Jahrhundert herum. Sein Name war Deshan. Er ist keiner der Zen-Meister, von denen Sie vielleicht schon gehört haben, ist aber dennoch relativ wichtig, zumindest war er es. Deshan war zunächst ein traditioneller buddhistischer Mönch der damaligen Zeit und hatte sich auf zwei Gebiete spezialisiert. Das erste waren die Mönchsregeln, das heißt, er war offenbar eine Art Legalist, befasste sich also gern mit Fragen wie der, was unter richtigem und falschem Benehmen von Mönchen zu verstehen sei, mit Bestrafungen und allem, was damit zusammenhängt. Und er war, das war sein zweites Spezialgebiet, eine Autorität in Bezug auf das Diamantsutra. Das ist einer der klassischen indischen Mahayana-Texte, der natürlich auch heute noch berühmt ist. Insgesamt machte Shan also den Eindruck eines sehr autoritären Mannes, eines Textexperten, eines Gelehrten, eines Legalisten, dem die Gesetze und Regeln am Herzen lagen. Er hörte also, unten im Süden Chinas gäbe es eine neue Schule mit der Bezeichnung Chan. Hier ist seine erste Reaktion auf diese Information. Er rief: Wie können diese Teufel aus dem Süden nur behaupten, dass es möglich ist, dadurch, dass man auf den menschlichen Geist weist, die eigene Natur zu erkennen und ein Buddha zu werden? Ich werde sie aus ihren Höhlen herauszerren und das ganze Gesindel ausrotten, und das heißt, die Güte des Buddha zurückzuzahlen. Wir wissen, mit welcher Sorte Mensch wir es hier zu tun haben, nicht wahr? Er verkörpert hervorragend einen ganz bestimmten religiösen Typus, der gewiss nicht auf den Buddhismus beschränkt ist. Wir finden ihn überall. Ich werde mich zurückhalten und keine Beispiele nennen. Aber Schatz beiseite. Deshan packte sich also seine Bücher auf den Rücken und gelangte auf seiner Wanderung nach Südchina zu einer Stadt namens Lichao. Ich weiß nicht, wo das ist. Er war hungrig und durstig, als er eine alte Frau am Wegesrand sah, die Erfrischungen verkaufte. Er näherte sich ihr. Sie blickte ihn zuerst an, dann seine Bücher und sagte: Ich bediene dich nur, wenn du meine Frage beantworten kannst. Im Diamantsutra heißt es: Der vergangene Geist kann nicht erfasst werden. Der gegenwärtige Geist kann nicht erfasst werden. Der zukünftige Geist kann nicht erfasst werden. Welchen Geist wünscht der gelehrte Mönch also zu erfrischen? Das brachte den alten armen Deshan ziemlich aus der Fassung. Die Geschichte dieser Begegnung ist sehr aufschlussreich. Wieder haben wir hier etwas, was stark von den traditionellen Normen abweicht. Denn damals galten in China und Indien alte Frauen nicht als maßgebende Autoritäten für spirituelle Angelegenheiten. Und wie wir in dem Beispiel sehen, ist sie sogar eine recht einfache Frau, die am Straßenrand sitzt und Speisen und Getränke verkauft.
Trotzdem bewirkt ausgerechnet sie bei diesem hohen Mönch, bei diesem bedeutenden, gelehrten, autoritären Mann einen geistigen Wandel und stellt ihm eine Frage, die er nicht beantworten kann. Und dies fördert bei Dejean ein Bewusstsein für das Inadäquate seines eigenen Wissens zutage. Die alte Frau schlägt ihm vor, vielleicht solltest du losziehen und einen Mann namens Long Dan ausfindig machen. Long Dan erweist sich ausgerechnet als einer jener Chan-Lehrer, die er eigentlich hatte maßregeln wollen. Dies war ja zunächst der Grund seiner Reise nach Süden gewesen. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, aber letztendlich findet er Long Dan, bleibt eine Zeit lang bei ihm, hat eine Erfahrung der Einsicht und der Erleuchtung mit ihm und entschließt sich dann, und dies ist einer der berühmten bildhaften Momente im chinesischen Chan, all seine Bücher zu verbrennen. Er setzt den ganzen Haufen in Brand und zieht sich anschließend in ein langes Retreat zurück. Aus diesem Retreat, das ohne Bücher, ohne jegliches Studium, ohne zahlreiche Mönche zum Herumkommandieren stattfindet, geht er mit einem völlig anderen Blick auf das Leben, auf das, was das Leben ausmacht, hervor. Um eine Kostprobe von seiner Lehrweise zu vermitteln, hier einige Beispiele. Ein Mönch kommt zu ihm und fragt, was ist Erleuchtung? Dejean antwortet, raus hier, scheiß nicht hier drin. Und der Buddha, fragt derselbe Mönch, ein alter indischer Bettler, erwidert Dejean. In einer anderen Passage, Teil einer seiner Belehrungen, sagt er, hier gibt es keine Vorfahren und keine Buddhas. Bodhidharma ist ein stinkender Ausländer. Shakyamuni ist ein getrocknetes Stück Scheiße. Erleuchtung und Nirvana sind Pfosten zum Festbinden von Eseln. Der schriftliche Kanon wurde von Teufeln geschrieben. Er ist nur Papier zum Abwischen ansteckender Eitergeschwüre. Nichts davon wird euch retten. Er sagt, was so hochtrabend als das Mysterium realisieren bekannt ist, ist nichts anderes als durchzubrechen, um das Leben eines gewöhnlichen Menschen zu fassen. Ich mag diesen Ausdruck. Nichts anderes als durchzubrechen, um das Leben eines gewöhnlichen Menschen zu fassen. Diese Geschichte veranschaulicht gut die Art von Einschnitt, von Bruch, die jene Mönche, ursprünglich vielleicht recht orthodoxe, verklemmte Persönlichkeiten, durchlebten. Sie erfuhren eine plötzliche Offenbarung, eine blitzartige Einsicht, die ihre ganze Welt auf den Kopf stellte, und zwar nicht nur die Wahrnehmung dessen, was sie waren, ihrer eigenen Realität, sondern auch ihr gesamtes Verständnis dessen, was den Buddha-Dharma oder die Lehre des Buddha, die Praxis des Buddhismus ausmacht. Plötzlich ist aus den abstrakten, präzisen und philosophischen Lehren, die zur damaligen Zeit vorherrschend waren, etwas kaum Wiedererkennbares geworden. Es geschah jedoch Folgendes, und wir können feststellen, dass dieses Muster die Entwicklung vieler religiöser Bewegungen charakterisiert. Etwas, das ursprünglich als ein radikaler Bruch mit der Tradition begonnen hat, wird mit der Zeit, oft sogar schon recht bald, wiederum zu einer Tradition. Auch Zen war ursprünglich äußerst schockierend. Vielleicht waren ja auch Sie ein bisschen schockiert, als ich einige dieser Passagen vorgelesen habe. Ich weiß nicht, wie Sie zu solchen Dingen stehen, aber wenn ich so etwas lese, es lässt einen schon ein wenig aufhorchen. Oder würden Sie sagen, ach, das ist doch nur eine Art von rhetorischem Schachzug. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist mehr als das. Es ist ein radikales Hinwegfegen von toter Substanz. Es ist sozusagen eine Reinigung des Wegs. Zumindest für die Dauer eines kurzen Moments können wir die Dinge klarer sehen. Wenn Sie Zen-Texte lesen, insbesondere die frühen Schriften aus der Tang-Zeit, die Koan-Sammlungen und so weiter, fällt Ihnen sicherlich auf, dass Sie stark von dieser Radikalität durchdrungen sind, von diesem abrupten, unerhörten Durchbrechen in Dejeans Worten, um das Leben eines gewöhnlichen Menschen zu fassen.
Und daher ist das Ziel, auf das im Chan verwiesen wird, keine ferne und gewissermaßen mysteriöse Erleuchtung, die in weiter Distanz liegt, kein Zustand der Allwissenheit, den man nach zahlreichen Leben und einer Menge harter Arbeit eventuell erlangt, sondern es ist vielmehr etwas, das genau hier und jetzt gegeben ist. Etwas, das sofort verfügbar und zugänglich wäre, könnten wir nur unsere Augen öffnen, unser Herz öffnen, nur die Gewohnheiten des Denkens, der Gedanken durchtrennen. Darum spricht man im Zen vom plötzlichen Erwachen im Gegensatz zum stufenweisen Erwachen. Es ist etwas, das im Grunde ganz nahe bei dem ist, was wir sind. Es ist sogar noch näher bei uns, als wir uns selbst nahe sind. Frei nach Augustinus, der seinen Gottesbegriff so erklärt. Bei ihm heißt es, Gott ist dir näher, als du dir selbst nahe bist. Zen ist damit vergleichbar. Es gibt ein schönes Sinnbild, in dem der getäuschte Mensch mit einem Fisch gleichgesetzt wird, der sein ganzes Leben lang durch den Ozean schwimmt und nach Wasser sucht. In Wirklichkeit ist es jedoch da. Die großen Wahrheiten des Buddhismus, heutzutage bis ins Einzelne ausgearbeitet und auf ein hohes Podest gestellt, sind in Wirklichkeit etwas ganz Unmittelbares, Einfaches und Offensichtliches, wenn man nur den Mut hat und bereit ist, sie für sich selbst zu entdecken. Diese Tendenz durchzieht viele Schriften diverser mystischer Traditionen, sei es bei Rumi oder Meister Eckhart oder anderswo. Damit will ich nicht sagen, dass sie alle unbedingt über genau dasselbe sprechen, doch im Hinblick auf die Strategie, auf den Stil sind sie sich meines Erachtens sehr ähnlich. Es geht darum zu erkennen, dass die tiefsten Wahrheiten in Wirklichkeit so nahe bei uns sind, dass wir sie nicht sehen. Darum sind sie so schwer zu verstehen. Nicht, weil sie so weit entfernt, abseitig und transzendent sind, sondern weil sie so hochgradig immanent sind. Weil sie zu nah sind, als dass wir sie sehen könnten. Das klingt merkwürdig. Aber ich denke, viele von uns können vielleicht nachvollziehen, was es bedeutet. Und nun geschieht Folgendes, und das ist vermutlich unvermeidlich angesichts der Art und Weise, wie die Welt und die Menschen zusammengesetzt und strukturiert sind. Diese Art der dynamischen Lebendigkeit wird schon bald von einer anderen Art der Orthodoxie umschlossen und erstickt. Wenn wir heutzutage zum Beispiel nach Japan reisen würden, würden wir feststellen, dass Zen-Buddhismus eine sehr orthodoxe, sehr traditionelle Art von religiöser Institution ist. Während der Tokugawa-Zeit, etwa ab dem beginnenden 17. Jahrhundert, wurde er Staatsreligion. Er wurde zu einer Religion der Samurai-Shogune. Sogenannte erleuchtete Zen-Priester, es gab sogar Erleuchtungszertifikate, waren an der Verfolgung und Folterung christlicher Missionare beteiligt. Zen zeigt sich von einer ganz anderen Seite, wenn man einmal seine historische Entwicklung betrachtet und feststellt, dass es sich zu einer Institution entwickelt hat, die genauso repressiv ist wie all die anderen, mit seiner Priesterschaft, seinen Hierarchien und seinen offiziellen Erleuchtungsübermittlungen, die in mancher Hinsicht ebenso viel mit dem Aufrechterhalten von Macht und Autorität zu tun haben, wie mit der Vermittlung von echter Einsicht. So wurde Zen paradoxerweise genau zu dem, wogegen es in seinen Anfängen rebellierte. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren ziemlich schockiert war, als mir plötzlich klar wurde, dass in dem Begriff Protestantismus das Wort Protest enthalten ist. So hat es einmal angefangen. Ich hatte jedoch nie in dieser Weise daran gedacht. Alles, was ich sah, waren die Protestanten mit allen Vorbehalten, die das in mir wachrief. Ich spreche hier von meiner Wahrnehmung, während ich in den 50er und 60er Jahren in England aufwuchs. Die protestantische Kirche, die Kirche von England, löste in mir nicht im geringsten das Gefühl aus, es mit einer Protestbewegung zu tun zu haben. Danach suchte ich anderswo. Und dennoch war der Protestantismus in seinen Anfängen genauso radikal, wie es Zen ursprünglich war. Und Luther, den ich sehr bewundere,
war ein ungeheuer couragierter Mann mit einer, wie ich glaube, tiefen Spiritualität und sowohl dem Mut als auch der Bereitschaft, mit der Kirche seiner Zeit zu brechen. Und zu seiner Zeit war die Kirche nicht nur eine unter vielen, sondern sie war die Kirche Europas. Er nagelte seine Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg und lancierte die gesamte Protestbewegung. Die Menschen wurden dazu ermutigt, Ikonen, die Funktionen der Bilder und Reliquien in der katholischen Kirche zu hinterfragen. Genau betrachtet wieder eine sehr zennige Angelegenheit. Weitere Punkte waren der Verzicht auf jegliche Vermittlung oder zwischengeschaltete Fürsprache der Priester, eine direkte persönliche Beziehung zu Gott, Zugang zur Bibel in der eigenen Muttersprache. Wieder dasselbe. Erst seit Luther ist die Bibel überhaupt in den Landessprachen verfügbar. Zunächst auf Deutsch, doch schon bald folgten Übersetzungen in andere europäische Sprachen. Und dennoch endet der Protestantismus durch die Kräfte der Geschichte und der Institutionalisierung, durch Machtstreben, Bündnisse mit Staaten und so weiter als etwas, das dem Zen in Japan und anderen Teilen Asiens und selbst an einigen Orten hier im Westen in einer Hinsicht ähnelt. Es hat den Funken, die grundlegende Kraft, die die Bewegung ursprünglich auslöste, verloren. Wenn wir also vom Geist des Zen sprechen, sind damit, wie ich meine, nicht die äußere Form oder der Stil oder die Struktur, die Arten der Praxis oder auch die Texte gemeint, die mit Zen bzw. Chan-Buddhismus assoziiert werden. Bei näherer Betrachtung muss all das weichen, denn das, was wirklich den Geist dieser Bewegung ausmacht, hat nichts mit einer speziellen Form des Buddhismus oder irgendeiner anderen Religion zu tun. Es ist vielmehr eine Art von innerer Bereitschaft und innerer Mut, zu der elementaren Frage zurückzukommen, was es bedeutet zu leben, worum es im Leben geht. Es besteht darin, auf alle bereits gegebenen Antworten, wie radikal oder einsichtsvoll sie zu ihrer Zeit auch gewesen sein mögen, zu verzichten und jeder für sich zu versuchen, die Art von Fragestellung und die Art von Einsichten selbst zu erfahren, die Siddhartha Gautama, Huineng, Bodhidharma, Martin Luther oder wer auch immer ihrerseits erfahren haben. Sie unterscheiden sich nicht von uns. Sie waren nur, wie Deshan es ausdrückt, wer ist der Buddha? Ein alter indischer Bettler. Keine erhabene Persönlichkeit mit vollkommenem allwissenden Geist. Nur ein alter Mann. Dies nachzuvollziehen ist sehr schwierig für uns, denn im Verlauf der Entwicklung des Buddhismus verlieren wir schnell den historischen Siddhartha Gautama aus dem Blick. Auf das Christentum werde ich hier nicht weiter eingehen. Es ist offensichtlich, dass es sich ähnlich verhält. Er wurde durch diesen unfassbar vollkommenen Mann ersetzt, kaum noch ein Mann, sondern eine Art Gott. Sein Aussehen ist merkwürdig, und wenn wir näher darüber nachdenken, haben die langen Ohrläppchen und all die Zeichen wie die goldene Haut und das merkwürdige Gebilde zwischen seinen Augen nichts mit dem eigentlichen Menschen, dem Mann Siddhartha Gautama, zu tun. Diese Prozesse der Deifizierung, der Verknöcherung, der Institutionalisierung, diese Art der Erhöhung sowohl der Gründer als auch der Lehren, der Kirchen, der Gemeinschaften, und mit Kirche meine ich wirklich die Gemeinschaft, all das nimmt mit der Zeit allem Anschein nach die Form dessen an, wogegen die Gründer rebellierten. Und wenn man den Lauf der Geschichte betrachtet, kann man fast sagen, es ist unvermeidlich, dass dies geschieht. Nehmen wir Jesus und das, was er über die Täuschungen und Versuchungen sagt, der den Tisch der Geldverleiher und Händler im Tempel umwirft und einen höllischen Tumult verursacht. Hier haben wir das Beispiel einer Person, die nicht dazu bereit ist, einfach nur mit den religiösen Annahmen seiner Zeit konform zu gehen. Jesus wird angetrieben, motiviert von etwas, das sehr viel grundlegender, sehr viel radikaler ist als das, was die religiösen Institutionen zu tolerieren in der Lage sind. Und wenn Sie Dostojewskis Die Brüder Karamasow, Der Großinquisitor und Der Idiot lesen und erfahren, was geschehen könnte, wenn Jesus plötzlich im Russland des 19. Jahrhunderts wieder auftauchen würde, es wäre eine enorme Verwirrung,
und man würde ihn am liebsten wieder loswerden. So verhält es sich auch mit den Zen-Texten. Sind sie erst einmal kanonisch geworden, also sozusagen etwas, das man verehrt, dann gelten sie gewissermaßen als sanktioniert oder bewiesen. Sie tragen nun das Siegel der Orthodoxie und auf diese Weise verringert sich das in ihnen enthaltene Schockelement zwangsläufig. Ich bin der Ansicht, dass wir durch das Gewicht der Orthodoxie blind für die radikale Natur dieser Texte sind. Wir sehen sie einfach nicht mehr. Ein anderes Beispiel. Es stammt aus der Niederschrift vom Blauen Fels, dem Ekigan Roku. Nanchuan spaltet die Katze in zwei Teile. Einige von Ihnen kennen diese reizende Geschichte vielleicht. Nanchuan war ein Mönch und lebte im 8. Jahrhundert. Er war der Lehrer des berühmten Cao Zu, falls Sie sich erinnern. Hat ein Hund Buddha-Natur? Nein, eben der. Nanchuan hatte es allerdings mehr mit Katzen als mit Hunden. Eines Tages sah Nanchuan, wie die Mönche der östlichen und westlichen Halle wegen einer Katze stritten. Ein universales Phänomen in Klöstern, Katzen. Ich kannte einmal einen christlichen Mönch, der immer von der älteren und der jüngeren Klosterkatze sprach. Als Nanchuan sah, wie die Mönche wegen dieser Katze stritten, hob er sie hoch und sagte, »Wenn ihr antworten könnt, werde ich sie nicht töten.« Niemand konnte antworten. Nanchuan spaltete die Katze in zwei Teile. Es handelt sich wieder um einen sehr orthodoxen kanonischen Text. Meiner Meinung nach geht der Schockeffekt der Geschichte etwas verloren, wenn sie auf diese Art und Weise in diesem Kontext präsentiert wird. Aber stellen Sie sich das Ganze bitte einmal vor. Eine Katze in zwei Teile zu spalten, ist eine ganz schöne Sauerei. Es ist eine wirklich furchtbare Tat, unglaublich schockierend. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass das, was diese Männer taten und sagten, äußerst provozierend war. Eine ähnliche Geschichte gibt es ja auch in der Bibel. König Salomon drohte, ein Babi zu töten, brauchte es aber nicht in die Tat umzusetzen. Nanchuan hingegen hat die Katze tatsächlich in zwei Teile gehackt. Viele Menschen aus dem Westen sind der Ansicht, dass diese Begebenheit so nicht wirklich stattgefunden haben kann. Es sei nur eine Art und Weise, etwas symbolisch auszudrücken. Ich bin mir da nicht so sicher. Es ist aber eine gute Frage. Hat er es wirklich getan? Hat er wirklich das arme kleine Tier ergriffen und es mit einem Messer oder einer Axt in zwei Teile gespalten? Ich weiß nicht. Aber die Tatsache, dass es möglich wäre und dass die Überlieferung dieser Episode als etwas wertschätzt, das einen Platz in einem sehr bedeutenden und klassischen Zen-Text verdient, legt die Vermutung nahe, dass er es wirklich getan haben könnte. Wir wissen es nicht. Der springende Punkt hier ist jedoch, dass das, was diese Leute taten, äußerst radikal und kompromisslos war. Und dieses radikale Kompromisslose der eigenen Praxis, wenn man so sagen will, kann nicht dadurch erreicht werden, dass man einfach das nachahmt oder kopiert, was frühere Zen-Meister taten. Daher finde ich es, ich will ganz offen sein, ziemlich ärgerlich, wenn ich Personen aus dem Westen begegne oder sie sehe, die Zen-Kleidung tragen und im Grunde nur vorgeben, Zen-Meister oder zumindest angehende Zen-Meister zu sein und all die Abläufe und Erfahrungen zu durchleben, die von ihnen erwartet werden. Rätselhafte Aussprüche, Schreien, die Faust gegen den Himmel strecken, als würde das Ausführen dieser ziemlich sonderbaren Handlungen irgendeine Einsicht gewährleisten, wenn man es nur oft genug tut. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Traditionen haben einerseits viel zu bieten, auch unser Retreat hier hat ja einen bestimmten traditionellen koreanischen Stil zum Vorbild. Es ist in vieler Hinsicht traditionell. Wir verneigen uns vor dem Buddha, wir verbrennen seine Statue nicht. Und dennoch besteht mein Eindruck immer nach eine Spannung zwischen einer gewissen Ehrfurcht vor der Tradition, die ich durchaus habe. Ich verehre die Generationen früherer Männer und Frauen, die die ganze Sache lebendig erhalten haben, sodass wir sie heute praktizieren und hoffentlich davon profitieren können. Gleichzeitig besteht jedoch das Risiko,
sich zu sehr mit bestimmten Formen einer bestimmten Art zu sprechen, bestimmten Verhaltensweisen zu identifizieren, zu sehr an ihnen zu hängen, die von außen betrachtet vielleicht den Eindruck erwecken, sie seien Zen, aber in Wirklichkeit jedoch nur leere Hülsen sind. An dieser Problematik führt, wie ich glaube, kein Weg vorbei. Nehmen wir etwas wie Achtsamkeit oder Mitgefühl, wundervolle Dinge natürlich, und doch ist es nicht schwierig, sich vorzustellen, wie auch sie korrumpiert werden. Achtsamkeit könnte zu einer Pose oder Attitüde werden, oder auch zu einer gewollt bedächtigen Art in der Welt zu sein, wäre also in diesem Fall letztendlich nur Schauspielerei, eine Art, sich zu gebärden. Oder auch die Sorte Mitgefühl, die mir oft unter Buddhisten begegnet, eine bestimmte salbungsvolle, ölige, sentimentale Art des Fühlens. Die Tibeter haben dafür ein Wort, sie nennen es Oma-Mitgefühl. Es ist nicht so, dass Traditionen sich nicht dieser Dinge bewusst wären, sie sind es. Die Tibeter sprechen zum Beispiel über einen speziellen Menschentypus, das kann auch eine Frau sein, der aus einem Impuls heraus einen Berg hinaufstürmt und dort in einer Höhle lebt. Sie erkennen, dass es nicht genügt, nur die äußere Form dieser Dinge zu durchlaufen, einen bestimmten Gesichtsausdruck anzunehmen, bestimmte Plattheiten von sich zu geben oder krampfhaft nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, sich zu verneigen und so weiter. All das ist in Wirklichkeit nur Schauspielerei. Andererseits ist das Ganze nicht so eindeutig, denn solche Gesten ermöglichen uns Zugang zu einer Tradition, zu einer Gemeinschaft, zu einer Lehre, zu einer Praxis, die mit der Zeit vielleicht eine tiefgehend verändernde Wirkung darauf ausübt, wer wir sind. Ich möchte diese Dinge also nicht schwarz-weiß darstellen. Wenn ich das täte, würde ich in genau dieselbe Falle geraten. Es gibt immer zwei Seiten. Die Dinge sind nicht eindeutig. Sie sind nicht nur gut und schlecht oder richtig und falsch. Es ist immer eine Mischung aus beidem. Wenn man immer nur geradeaus in eine Richtung sehen könnte, wäre sicherlich vieles leichter. Ich denke, man muss diese fast unvermeidliche Zweideutigkeit respektieren. In diesem Zusammenhang ist mir auch Folgendes klar geworden. Obwohl der Buddhismus natürlich die Tradition ist, mit der ich mich identifiziere, finde ich in vieler Hinsicht nicht diese Lebendigkeit, diese Bereitschaft, wirklich etwas Neues zu sagen, wirklich mit überlieferten Formen zu brechen und die eigene Stimme, die eigene Form zu suchen. Zugegeben, diese Dinge werden sich wahrscheinlich mit der Zeit entwickeln. Es besteht jedoch meines Erachtens dann, wenn der Buddhismus in unsere Kultur gelangt, die große Gefahr, dass wir uns zu bereitwillig mit bestimmten Formen und Strukturen überidentifizieren, die nicht wirklich die unsrigen sind. Vielleicht modifizieren wir sie etwas, doch sie bleiben nach wie vor fremd. Dasselbe Problem hatte der Buddhismus, wie schon erwähnt, in China. Buddhismus hat nie ganz seine Fremdheit, sein Nicht-Chinesisch-Sein abgelegt. Chan ist dafür ein sehr gutes Beispiel von etwas Neuem, etwas Ursprünglichem, das durchbrach. In mancher Beziehung ist dieses radikale religiöse und spirituelle Denken bei einigen christlichen Theologen, die ich gelesen habe, deutlicher erkennbar als bei Personen, die über den Buddhismus schreiben. Hier ein Beispiel. Der Text ist von einem anglikanischen Theologen, Don Capit, der meiner Ansicht nach einer der großen religiösen Denker unserer Zeit ist. Allerdings stimmen die christlichen Kirchen dem eher nicht zu. Er lebt in Cambridge, er hat sich aus dem Berufsleben zurückgezogen. Früher war er am Manuel College wissenschaftlich tätig. Er hat ein Buch mit dem Titel The Great Questions of Life, zu Deutsch die großen Fragen des Lebens, veröffentlicht. Lange Zeit wurde er von dem Verlag SCM verlegt, einem der christlichen Mainstream-Verlage in Großbritannien. Sie haben ihn aber vor einigen Jahren fallen gelassen, weil er, wie sie sagten, ihren guten Ruf schädigen würde. Inzwischen wird er also von einer obskuren kleinen Einrichtung in Santa Rosa, Kalifornien, verlegt. Er ist ziemlich unbekannt. Hier ist sein Credo, besser gesagt ein Credo, wie er es nennt. Er möchte es nicht zu sehr eingrenzen. Ich stimme mit allem, was er sagt, vollkommen überein.
Fünf Punkte. Ich lese sie einmal vor. Wahre Religion ist deine eigene Stimme, wenn du sie finden kannst. Wahre Religion ist, in jedem Sinne über sein eigenes Leben zu verfügen. Wahre Religion ist die reine Bejahung des Lebens in voller Anerkennung seiner Vergeblichkeit, seiner Zufälligkeit, seiner Vergänglichkeit und sogar seiner Nichtigkeit. Wahre Religion ist produktives, werte-realisierendes Handeln im öffentlichen Leben. Beim Glauben geht es nicht darum, an etwas festzuhalten. Glaube ist einfach ein Loslassen. Er fließt frei. Kapit wurde ganz deutlich von buddhistischen Vorstellungen beeinflusst, aber ich finde diese Art des Schreibens sehr bejahend und ich bewundere den Mut, den ein solcher Mann hat. Und in mancher Hinsicht spüre ich, dass der Geist des Zen, wie ich ihn umrissen habe, in dieser Art des Denkens deutlicher zutage tritt als in vielem, was als Zen gilt. Denn bei letzterem geht es gemäß meinen Erfahrungen im Westen eher darum, sich an eine traditionelle Form der Praxis, des Glaubens und so weiter anzupassen und sei es auch mit der Vorstellung, dass es eine sehr ikonoklastische Tradition ist. Wobei man immer daran denken sollte, dass ikonoklastische Tradition wahrscheinlich ein Oxymoron ist. Und damit möchte ich schließen.